Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Games Not Over. Heute wieder mal mit einem Podcast, melden sich zurück der Thomas und ich. Hallo. Ja, die heutigen Themen, die wir da zu besprechen hätten, wären einmal die neue Nvidia-Grafikkartengeneration, die GTX 900-Serie, sowie Minecraft. Da hat der Thomas so ein kleines Projekt gefunden oder beigetreten, beziehungsweise unterstützt das. Da kann er euch nochmal gleich ein bisschen mehr zu erzählen. Genau. Und dann geht es noch um mechanische Tastaturen. Ja, da kann man so einen kleinen Exkurs mal hinmachen. Oh. Genau, Anfang würde ich sagen mit dem interessantesten, und zwar mit den, wie Nils schon gesagt hat, neuen Grafikkarten von Nvidia. Die 900er Serie wurde ja eingeführt, um die Karten 780 und 770 zu ersetzen. Also es ist keine Serie, die jetzt ein großartiges Mehr an Performance bietet, sondern es ist im Grunde einfach ein Update in der Prozessorarchitektur, in dem Design, was sie verwenden für ihre GPUs, und vielleicht auch ein bisschen getrickst in dem Lithografieprozess, also bei der Herstellung, obwohl die Chips halt nicht kleiner geworden sind. Das sind immer noch 28 Nanometer, die Transistoren. Was aber bemerkenswert ist an den Grafikkarten ist, dass sie vielleicht 2-3% oder so schneller sind, ist je nach Spiel wieder unterschiedlich, wie es bei Grafikkarten meistens so ist. Dabei aber mal so 80 Watt oder so weniger Strom verbrauchen und sind wesentlich effizienter, lassen sich natürlich auch wirklich schön übertakten, wie sich rausgestellt hat. Das hattest du ja mal vermutet dann. Ich war mir nicht ganz so sicher. Genau, ja. Und also durch diese neue Maxwell-Architektur sind sie ja, wie gesagt, energieeffizienter geworden. Heißt, sie holen aus einem Watt mehr Leistung raus als die Generation zuvor. Ja. Und das ist halt ganz schön. Und die Frage, die man sich ja jetzt letztendlich nur stellen muss: Wie ist das jetzt im Vergleich zu den vorherigen Karten und wie ist das im Vergleich zu AMDs Karten? Ist ja der einzige Konkurrent. Und man muss da wirklich sagen, dass in dem Preisbereich jetzt um die 300 Euro, wo die 970 liegt, wirklich Nvidia ganz klar die Nase vorn hat. Ich würde halt sagen, wenn man so 150 ausgeben will, kauft man sich eine AMD R9 270X. Wenn man 300 Euro ausgeben will, dann kann man sich wirklich die 970 jetzt holen, die weniger Strom verbraucht als vergleichbare AMD-Karten, übertaktet, meistens mehr Leistung bietend oder ein bisschen vergleichbar sogar ist mit einer 290X, und halt, wie gesagt, viel sparsamer ist, oft leiser ist. Und dadurch, dass Nvidia bei diesen Karten jetzt endlich auch mal auf 4 GB RAM gesetzt hat, sind diese Karten auch bei 4K einfach wesentlich besser, oder bei Spielen wie Skyrim mit vielen Mods, einfach bei Sachen, wo viele hochauflösende Texturen zusammenkommen. Und ja, das trifft mich jetzt sehr mit meiner 780 Ti, die ja nur 3 GB hat. Genau, aber auch die sollte halt reichen. Die Karten sind etwa vergleichbar schnell und es hat sich wirklich nicht viel getan, kann man sagen. Genau. Wenn man jetzt also natürlich eine 87 Ti hat, interessiert einen das im Grunde wenig. Aber da weil sie günstiger geworden sind, ist es halt jetzt für Leute, die kaufen, interessant. Jetzt darfst du. Ja, man kann auch sagen, wenn man mal die 3D Max Cores vergleicht von einer 780 Ti und einer 980, dann liegt das ungefähr noch in derselben Umgebung. Die 980 wird zwar, ja, 2.000 bis 3.000 Punkte mehr haben. Gut, wir sprechen hier jetzt natürlich erstmal nur vom Referenzdesign. Der ein oder andere Custom Designer wird da wahrscheinlich noch ein bisschen mehr rausholen können. Sowas wie MSI dann immer da produziert, das wird natürlich dann, ja, die Messlatte nochmal ein bisschen nach oben verlagern. Aber jetzt so im Vergleich zum Referenzdesign mit einer Nicht-Referenzdesign 780 Ti, kann man sagen, dass die Karten gleich auf sind. Definitiv. Was man da auch sagen kann: die 980 ist eine Karte, die im Moment als Referenzdesign erschienen ist und noch nicht so stark vertreten ist mit Custom Designs. Die 970 im Gegenteil ist überhaupt nicht
in einem Referenzdesign vorhanden. Das heißt, es gibt nur Karten von anderen Anbietern, zum Beispiel MSI, Gigabyte, Zutec und EVGA zum Beispiel auch noch. Und vielleicht noch weitere, auf die ich gerade nicht komme. Am interessantesten würde ich hier wieder sagen, Zutec wegen dem Preis. So ähnlich wie deine, die du jetzt hast. Und genau. MSI wegen, also für mich persönlich, wegen der guten Performance im Bereich Geräusche und Lautstärke. Ja, da muss man halt gucken, ob man jetzt Preis-Leistung ein sehr, sehr gutes Verhältnis haben will. Wie gesagt, ich habe mir ja vor kurzem die 87 Ti erst zugelegt. Das wissen die Leute auf dem Channel ja noch gar nicht. Und das war bei Zack Zack, ne? Dem Partner von Altonate. Die kostete da für 24 Stunden lang nur 490 Euro. War also 70 Euro reduziert. Normalerweise wird sie also 560 Euro kosten. Und selbst mit diesem Vollpreis würde sie noch ungefähr 50 Euro unter dem MSI-Modell legen, was erst ab 610 Euro bei wirklich einem sehr, sehr günstigen Anbieter, der jetzt nicht unbedingt seriös sein muss, gut losgeht. Und da muss man sagen, da habe ich echt nur ein Schnäppchen geschlagen. Ja. Aber gut, dafür ist es jetzt nicht die leiseste Karte, aber das war meine 660 Ti vorher auch nicht. Und im Vergleich zu der 660 Ti ist die hier schon deutlich leiser. Sie ist halt nicht nervend. Sie brummt zwar, das ist ein Niederfrequenzbrummen, was nicht wirklich nervend ist. Insofern ist, ja, für den Preis ist es vollkommen in Ordnung. Ja, genau. Und Lautstärke ist bei der MSI, also ihr werdet vielleicht merken, ich werde mich hier auf die 970 konzentrieren, weil das die Karte ist, die eigentlich am interessantesten ist. Sie ist etwa 10-15% langsamer als die 980, kommt übertaktet so an die 780 Ti fast dran, verbraucht weniger Strom und ist für den Preis um die 300 Euro wirklich enorm interessant für eigentlich alle, die eine High-End-Gaming-Karte suchen. Zumal der Preis sicherlich zu Weihnachten noch weiter fallen dürfte. Es sei denn, es kaufen sich jetzt alle diese Karte, dann steigt er natürlich. Aber spätestens dann nach Weihnachten, wenn der Markt sich beruhigt hat, in 3-4 Monaten wird diese Karte bestimmt in Angeboten unter der 300-Euro-Marke zu finden sein. Und für den Preis findet man nichts Vergleichbares. Da muss ich dir also recht geben, was die Preispolitik da angeht, die hat sich im Gegensatz zu den Vorgängergenerationen echt gebessert. Vielleicht liegt es daran, dass es wie gesagt nur ein Upgrade der vorherigen Generation ist und nichts wirklich fantastisch Neues. Also es hat wirklich einen gewissen Mehrwert, aber nicht so ultra Mehrwert, ne, dass man jetzt sagen könnte, es ist mit der vorherigen Generation gar nicht mehr vergleichbar. Es ist halt wie gesagt ein Upgrade, dass die Karten ganz einfach energieeffizienter macht und ja gut, dass man eben ein bisschen mehr Leistung rausholen kann. Und es sind natürlich auch neue Technologien hinzugekommen. Einmal eine neue Technik, die sie benutzen, um realistischere Schatten zu werfen und Lichtverhältnisse zu schaffen. Ich weiß den Namen jetzt gar nicht genau, aber das ist auch unwichtig. Das könnt ihr bei ganz vielen anderen YouTubern, die die Karten sogar da haben, weil sie etwas viel, viel größer sind, gerne nachgucken. Zum Beispiel Daniels Tech Tips würde ich darauf verweisen, hat ein sehr schönes Video dazu gemacht. Und die Technik, die sie da verwenden, funktioniert in etwa so wie eine Annäherung an das Verfahren, was sich Raytracing nennt. Das habt ihr vielleicht schon mal gehört. Und beim Raytracing verfolgt man quasi wirklich jedes einzelne Photon und guckt, wo es irgendwie aufgenommen wird, wie es reflektiert wird, was mit diesem Photon passiert. Nur könnt ihr euch vorstellen, wenn ihr einen großen Raum habt oder gar draußen seid und ihr wollt wirklich jedes einzelne Photon, jedes einzelne Lichtteilchen berechnen, braucht ihr wirklich einen Supercomputer, der das stundenlang berechnet. Das wird halt nur in Animationsfilmen oder so verwendet, weil es Realtime einfach unmöglich ist. Und was Nvidia hier macht ist, sie teilen das Bild in sogenannte Voxel auf. Das sind dreidimensionale Pixel, also Blöcke, wie bei Minecraft sozusagen. Und berechnen quasi für die Blöcke die Lichtverhältnisse und können sich damit annähern an Berechnungen, die in etwa so gut sind wie beim Raytracing. Aber nicht ganz perfekt. Aber dadurch wird es endlich in Realtime möglich.
Und das ist natürlich eine dolle Technologie. Nur muss man halt sehen, im Moment gibt es noch kein Spiel, was das unterstützt. Die neue Unreal Engine wird es vermutlich können. Doch die muss ja auch erstmal rauskommen und dann erstmal Spiele damit. Aber ansonsten finde ich das sehr interessant. Und dann bieten sie noch eine Supersampling-Technologie an, was ihr heute eigentlich auch mit jeder Karte machen könnt, sowohl AMD als Nvidia, ist aber immer so ein bisschen Trickserei und Bastelei. Und was beim Supersampling gemacht wird, ist einfach, ihr habt einen 1080p-Monitor, ihr rendert den Frame, was auch immer, in einer Auflösung, die das 2-, 3- oder 4-fache von eurer Monitorauflösung beträgt und rechnet das dann runter. Das ist so ähnlich wie Anti-Aliasing, nur ein Prozess, der von der Qualität wesentlich besser ist. Und das wird natürlich nicht in den neuesten Spielen unterstützt, sondern es geht hier vielmehr darum, wenn ihr ältere Spiele habt, bei der die Grafikkarte kaum belastet wird, dann könnt ihr sie halt auch gleich in einer größeren Auflösung rendern und davon profitieren. Was ich sehr nett finde, dass es jetzt endlich mal implementiert wurde, sodass es einfach benutzbar ist. Und vor allem denke ich mit diesem Nvidia Experience Ding, wie heißt das, dass er dass du die meinst Spiele Shadowplay? Optimiert? Nee. Das ist GeForce Experience. Ja. Das ist das Programm, aufmachen, zack, aufs Spiel draufgehen, alles optimieren, klicken, fertig. Und da, ich weiß es jetzt nicht, aber ich kann mir gut vorstellen, dass das so eingebaut ist, dass du wirklich es merkst, okay, du spielst jetzt das und das Spiel, was weiß ich, Battlefield 2, halt irgendwas, wo es nicht viel Leistung braucht, ist ja egal. Und die Karte würde dir dann automatisch vorschlagen, oder die Software, das auf deiner Karte mit Supersampling laufen zu lassen. Das kann sein, dass das schon eine Voreinstellung dann für das Spiel ist, weil das ist ja, wenn du GeForce Experience aufmachst, dann kriegst du ja die Liste von Spielen angezeigt, dann kannst du da draufklicken und kriegst alle möglichen Grafikstufen angezeigt, also die ganzen Grafikeinstellungen da. Und ja, was das Programm dir halt vorschlägt, was die optimalen Einstellungen sind und was du halt aktuell gerade für Einstellungen drin hast. Wenn du dann sagst, er soll dieses Dynamic Resolution Downscale anmachen, dann könnte ich mir auch gut vorstellen, dass es einfach schon mit diesen Grafikoptionen mit drin integriert ist und du einfach die Voreinstellung wählst, ja, mach das so, und immer wenn dieses Spiel startet, geht das an. Ja, genau. Dann hat man noch natürlich jetzt bei AMD noch immer Mantle als API, die mit dem kommenden DirectX 12 vermutlich ein bisschen uninteressanter wird, beziehungsweise zumindest Konkurrenz bekommt. Und was da einfach der Fall ist, DirectX 12 will ja auch mehr Low-Level-Access geben für die Spieleentwickler. Und somit hätte man das dann bei diesen neuen Karten, die das angeblich voll unterstützen sollen, auch gegeben. Nur ist die genaue Spezifikation für DirectX 12 halt noch überhaupt nicht fertig. Und somit kann man das nicht sagen, aber ich denke mal, wenn Nvidia das zusichert, wird es auch stimmen, weil sie vermutlich enger mit Microsoft zusammenarbeiten als einige Presseleute, die vielleicht ungefähr wissen, was bei DirectX 12 gerade steht. Und ich denke mal, dass Nvidia, wenn sie wirklich den Aufwand betreiben und einen komplett neuen Chip entwickeln und ihre Architektur ein bisschen verändern, sich ein bisschen absprechen und wissen, was sie tun. Von daher denke ich mal, das wird kein Problem. Was man noch im Auge behalten muss, wenn man Nvidia nicht unbedingt mag oder aus anderen Gründen lieber eine AMD-Karte haben möchte, ist natürlich, dass das jetzt auch wieder Druck auf AMD ausübt und sie erstmal kurzfristig vermutlich ihre Preise senken werden und langfristig auch mal wirklich mit einer besseren Karte rüberkommen sollten, vor allem mit Karten, die weniger Strom verbrauchen, was aktuell immer wichtiger wird mit steigenden Strompreisen. Genau. Und auch einfach sinnvoll ist, denn wenn es besser geht, warum denn so viel Strom verschwenden? Und denn natürlich, wie gesagt, durch diese höhere Stromaufnahme, daraus resultiert ja auch eine höhere Hitzeentwicklung, was wieder, einer besseren Übertaktung führt, wenn es eben nicht so eine dolle Abwärme gibt. Ja. Dann kann man ja diese Karten automatisch
von der Temperatur her gesehen jedenfalls besser übertakten. Ob die diesen Takt jetzt stabil halten können, was die Architektur angeht und andere Prozesse, die die Grafikkarte macht, ja, das ist wieder eine andere Frage. Auf jeden Fall kann man sagen, man kann sie höher übertakten, weil sie nicht mehr so heiß werden. Und das ist ja schon mal ein Fortschritt. Und so wie du auch redest bei der 970 von Asus, die soll ja im einen sogar ihren... Es könnte auch MSI hier gewesen sein. Ich bin mir mittlerweile gar nicht mehr so MSI sicher. Vielleicht machen sie es auch beide. Aber jedenfalls sollen diese Karten im Idle, sollen die ihre Lüfter ausschalten können, also so, dass es eine komplett passiv gekühlte Grafikkarte dann ist. Na? Und eben nur, wenn die unter Last fallen in einer 3D-Anwendung oder Spiel eben, erst dann sollen diese Lüfter eben zum Einsatz kommen. Und ich meine, hallo, das ist ja wohl echt schon ein Fortschritt. Ich meine, das ist ja dann nicht nur leise, auch Lüfter verbrauchen ein bisschen Energie. Das ist ja dann noch energieeffizienter nochmal. Ich meine, PC Games Hardware oder irgendeine andere deutsche Seite hatte angegeben für die MSI-Karte, die sie im Test hatten, dass sie, wenn die Lüfter im Leerlauf angehen, bei 0,2 Sone liegen, was unhörbar ist, so gut wie zumindest in dem geschlossenen Gehäuse, in dem guten Gehäuse wird es echt nicht merkbar sein. Und unter Last bei 66 Grad Celsius nur bei 0,6 Sone lagen mit dieser Karte, was wirklich mit zu den leisesten Karten gehört, die es so gibt. Und das ist bei der Leistung, die sie bieten, echt beeindruckend. Alles klar. Ich würde sagen, hast du noch was zu dem Thema? Sonst machen wir hier einmal den Übergang. Nö, würde ich auch sagen. Ist ein guter Zeitpunkt, um damit Schluss zu machen. Denke ich doch auch, alles klar. Dann hatten wir noch das Thema Minecraft. Da bin ich jetzt gerade so nicht in der Materie drin. Das ist mehr dein Part, Thomas. Ich weiß nicht, was kannst du uns denn zu... Wie heißt die Seite nochmal? Ja, also das Projekt heißt SpongePowered. Genau, was kannst du uns denn zu SpongePowered erzählen? Vielleicht habt ihr es mitgekriegt, wenn ihr etwas mehr in der Minecraft-Szene drin wart. Nein, nicht, dass Microsoft Mojang gekauft hat, sondern dass das Projekt Bucket im Grunde so gut wie tot ist. Zumindest sieht es wirklich sehr, sehr doll danach aus. Und das liegt daran, dass ein Mitbegründer und Hauptentwickler keine Lust mehr auf das Projekt hatte, was durchaus verständlich ist, weil es halt sehr groß geworden ist und er sich gerne anderen Sachen widmen möchte. Doch leider meinte er dann, dass das Projekt auch so ein bisschen ihm gehöre und es sind Fehler aufgetreten damals, als das alles erstellt wurde, bei der Wahl der Lizenzen, unter denen Bucket veröffentlicht ist, und letztendlich ist das alles sehr schwierig und deswegen sind sehr, sehr viele Entwickler jetzt vom Bucket zurückgetreten. Da die Minecraft-Community aber ein Server braucht, der Plugins unterstützt und Mojang selbst ihre eigene Plugin-API immer noch nicht fertig bekommen haben, wurde einfach ein neues Projekt gegründet und das heißt SpongePowered. Und das ist wieder ein Server ähnlich wie Bucket, der Bucket ähnlich ist und auch viele Plugins unterstützen soll, zum Beispiel der Programmierer des Plugins World Edit arbeitet auch mit und das ist ja wirklich eins der wichtigsten Plugins für Minecraft, zumindest wenn man sich an große Projekte wagen möchte. Das heißt, das wird es auf jeden Fall mal geben und viele etliche hundert andere Minecraft-Bucket-Plugins werden geportet. Das Interessante an diesem Projekt ist, dass die Community sehr ehrgeizig ist. Ich bin etwa 2 oder 3 Tage nach Gründung der Community dazugestoßen, als ich das gefunden habe. Habe etwas mitgeholfen am CSS, also an dem Website-Design des Forums zu schrauben. Das sollte die Tage dann vermutlich auch vom Testforum online gehen, auf das richtige Forum. Ich habe da mit einer Person, die ich vorher gar nicht kannte, was ich echt interessant fand, ein Night-Theme, also ein dunkles Theme für die Website entwickelt. Und das läuft im Moment halt auf dem Testforum und sollte irgendwann veröffentlicht werden. So, nur dazu. Auf jeden Fall wurde halt auch gesagt, dass sie sich zum Ziel setzen, einen erste Alpha, einen laufenden Server, auf jeden Fall früher als jetzt einen Monat, in einem Monat rauszuhauen, weil sie wollen es wirklich schaffen, das rauszubringen und noch relevant zu sein. Weil wenn es jetzt dauert und dauert und dauert, sagen sich die Leute irgendwann, na, dann bleiben wir halt einfach bei der aktuellen Minecraft-Version und gut ist. Und sie wollen es halt wirklich schaffen,
das nächste Bucket zu werden und sie wollen auch gerne besser werden. Und das ist das Schöne an der Sponge-Community. Und es werden immer mehr Entwickler, die dazukommen. Und ich glaube, wenn man sich für Minecraft interessiert und an diese Server angewiesen ist oder ähnliches, kann man da immer mal gerne vorbeischauen und sich angucken, was da so läuft. Genau, kann ich also auch nur empfehlen, wer da ein bisschen mithelfen will, wer an Minecraft Interesse hat, gut, ich, wie gesagt, bin jetzt in der Materie da nicht so drin, kann da mal vorbeischauen, ich tue den Link einfach mal in die Beschreibung mit rein. Jo, das kann nicht schaden. Genau, denke ich doch auch. Sollte man im Auge behalten. Ich kann eigentlich zu dem Thema nicht mehr viel mehr sagen, habe nichts mehr hinzuzufügen. Du noch irgendwas? Nö, weiß ich nicht. Hättest du noch eine Frage als Person, die das vielleicht interessiert, aber die darüber nicht genau Bescheid weiß? Also es ist wie Bucket. Das heißt also, es ist Server mit Plugins, also kein Standard-Server mehr. Und das Ganze ist Open Source, richtig? Ja genau, es ist Open Source, es ist komplett neu programmiert, weil Teile der Bucket-Lizenz halt so ein bisschen, es war alles unsicher, wem das was genau gehört. Könnte ich jetzt genauer ausführen, aber das ist eigentlich uninteressant und deswegen programmieren sie alles Mögliche von Grund auf neu im Grunde. Ja. Die Plugins sind halt, wie gesagt, nicht 1:1 kompatibel, aber so gut wie, und es gibt halt auch eine Gruppe, die sich wirklich dran gesetzt hat und versucht, so eine Zwischenschnittstelle zu bauen, dass man vielleicht sogar Bucket-Plugins einfach unter Sponge betreiben kann. Das wird vermutlich halt nicht mit jedem wahnsinnig komplizierten Plugin funktionieren, aber vielleicht mit dem einen oder anderen kleineren Plugin, was nicht mega aufwendig ist, durchaus nett, sowas zu haben, würde ich sagen. Tja, das hört sich doch ganz gut an, dass die Community sich da dran setzt und diese, sage ich mal, diese freieren Server auch nicht ausstürmen lässt. Ja, finde ich auch sehr schön. Alles klar, dann würde ich sagen, kommen wir doch mal zum letzten Thema. Das wären dann noch mechanische Tastaturen. Also du hast ja letztens eine mechanische Tastatur zugelegt. Habe ich das so richtig mitbekommen? Genau. Und ja, was hast du denn zu dieser Tastatur zu erzählen? Was ist denn das für eine Tastatur? Welcher Hersteller? Also ich habe mich letztendlich für eine Corsair-Tastatur entschieden. Corsair K70. Eine rot beleuchtete Tastatur ist das und die cool beleuchtet. Verwendet in meinem Fall jetzt die Cherry MX Brown Switches, oder? Ja, Brown. Gerade meine Taste abgezogen. Okay. Es gibt da folgende drei Schalter, kann man einfach mal sagen. Es gibt die beim Gaming extrem beliebten Red Switches. Die sind sehr linear, sehr weich, lassen sich schnell hintereinander mehrfach drücken. Also wenn man Shooter spielt und wirklich schnell Tasten oder MMOs und sowas, schnell Tasten hintereinander drücken will und mehrmals drücken will, sind die perfekt. Mir war es wichtig, dass ich auch vor allem für die Uni und so gut drauf schreiben kann. Und da gibt es einmal die Blue-Schalter und die Brown-Schalter. Und die sind sehr ähnlich, nur dass die Blue-Schalter noch lauter klicken, wenn sie durchschalten. Aber man hört schon, ich kann das ja mal kurz demonstrieren an irgendwas. Diese Tastatur ist schon recht laut und deswegen habe ich mich persönlich für die Brown-Switches entschieden, weil sie noch ein Tuck leiser sind. Aber halt auch schon recht laut. Mhm. Du verwendest ja eine Membran-Tastatur, bist damit recht zufrieden, ne? Ja, also Logitech K120, ja, was soll man sagen, sie tut, was sie soll, man kann einigermaßen gut mitschreiben und ja, für Spielen reicht sie jetzt eigentlich auch vollkommen aus, vielleicht werde ich mir in Zukunft auch mal eine neue zulegen, was ich natürlich bei dieser Tastatur sehr vermisse, sie ist eben nicht beleuchtet, das heißt, wenn ich hier im Dunkeln sitze, muss ich ab und an mal die Tasten suchen, ja. Wo denn jetzt welcher Buchstabe sitzt. Und ich meine, so eine beleuchtete Tastatur, ja, das wäre jetzt eigentlich schon echt praktisch, muss ich sagen. Hätte ich eigentlich von Anfang an gehabt gewollt haben. Hätte ich eigentlich von Anfang an gewollt. Mhm. Und deine ist jetzt aber keine RGB-Tastatur, die kann nur eine Farbe, oder? Genau, diese kann nur eine Farbe, aber es gibt ein Modell, das ist dann nochmal 30 oder 40 Euro teurer, was jetzt gerade auf den Markt gekommen ist.
Und die ist wirklich eine True RGB-Tastatur, die halt 16,5 Millionen Farben darstellen kann. Jede Taste einzeln bunt beleuchtet, also man kann sich eine Regenbogentastatur zusammenstellen und kann das einstellen, wie man will. Die ist ziemlich geil, ja, aber sie wird dann so bei 179 Euro liegen, was für eine Tastatur halt schon wirklich teuer ist. Habe ich letztens gelesen, dass eben diese RGB-Tastaturen jetzt so ein bisschen auf dem Vormarsch sind. Ja, aber ich muss persönlich sagen, mir reicht auch vollkommen eine Farbe. Wenn ich eine weiße Hintergrundbeleuchtung hätte, wäre vollkommen ausreichend. Ich finde Rot auch ganz gut. Oder, ist Geschmackssache, denke ich. Gut, weiß, so ein einfaches Weiß finde ich einfach schlicht, finde ich einfach, sieht professioneller aus, finde ich ganz einfach. Stimmt, ist aber so gut wie nicht zu bekommen. Die, von einer von Logitech hatte ich ja mal im Auge, die hatte, ja, war Illuminated Keyboard, ich weiß nicht, wie viele Logitech da produziert hat, ob die mehrere Modelle davon haben oder ob die nur ein beleuchtetes Modell haben. Jedenfalls, war die das denn eine mechanische? Das war, nee. Ja, also ich meine jetzt speziell mechanische Tastaturen mit Weiß. Die sind so gut wie nicht zu bekommen. Bei Membrantastaturen sieht das anders aus. Ja, das ist natürlich, wenn du jetzt schon mechanisch und beleuchtet willst, das sind natürlich zwei Faktoren, die grenzen das sehr ein. Ja, eben. Und die sind halt wirklich für den Gaming-Bereich dann auch oft zugeschnitten. Und dann ist Rot halt auch typische Farbe. Ich hatte ja vorher selbst eine beleuchtete Logitech-Membrantastatur. Aber ich bin damit absolut nicht klar gekommen, weil die viel zu weich war und ich unglaublich viele Tippfehler gemacht habe und auch nur langsam dann tippen konnte. Und mit der hier bin ich extrem schnell, mache kaum Tippfehler und bin wirklich sehr zufrieden. Die Logitech-Tastatur, da konnte man halt auch die Farben verändern und alles Mögliche. Der Nachteil, finde ich, an den Logitech-Tastaturen ist, die Beleuchtung ist echt wirklich ziemlich mickrig. Die ist nur nicht wirklich hell. Im Gegensatz zu dieser Tastatur hier von Corsair, die ist wirklich verdammt hell und sieht auch tagsüber schick aus. Und bei der Logitech hat man tagsüber überhaupt nicht gesehen, dass sie an ist. Okay, da muss ich dann wahrscheinlich demnächst mal bei dir vorbeikommen und mir das angucken. Kannst du gerne mal machen. Jawohl. Alles klar. Gibt es noch was zu deiner Tastatur zu sagen? Nö, eigentlich nicht. Ich habe irgendwie dieses Mal verdammt viel geredet, weil es heute so Themen gab. Die Themen hast du dir ja eigentlich auch ausgesucht, aber wir werden das versuchen. Hast du denn noch irgendwas Schönes? Nee. Also wir werden versuchen, das in den nächsten Podcasts auch wieder ein bisschen abwechslungsreicher zu gestalten. Was ich noch sagen kann, meine Tastatur ist schwarz und sie hat weiß aufgedruckte Buchstaben und Zahlen und Zeichen. Das ist doch schön. Ja, ne? Alles klar. Ich glaube, damit wäre unser Pensum heute auch zu ziemlich ausgeschöpft. Jo. Und ja, damit würde ich sagen, können wir an dieser Stelle auch Schluss machen. Wir sind bei einer knappen halben Stunde. Ich denke, länger braucht man es nicht werden lassen. Und würde sagen, ich verabschiede mich von euch. Und Thomas, du als Gast hast mal wieder das letzte Wort. Jawohl. Und auch ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Ciao.